Abonnieren nicht vergessen. Tja, moin Schrauberfreunde. Heute mal ein Video bei mir aus dem Auto. Ich mach mal die Musik aus GEMA-Gründen. Ja, was wird die nächste Zeit passieren? Also ich bin gerade unterwegs nach St. Ingbert. Gehe mir gerade eine Sandstrahlkanone holen für außen. Ich habe zwar eine Strahlkabine für die Pumpen, aber ich gehe morgen eine Delmark H2S Explosionsramme holen. Die wollte ich restaurieren. Gehe ich eigentlich holen für beim Kumpel Schotter zu verdichten. Dachte mir dann aber gerade, ist ja ein schönes Anschauungsobjekt und die Dinger machen ja wirklich Spaß zu benutzen. Dementsprechend kann man da doch ein schönes Projekt draus machen. Wollte ich auch verfilmen, tatsächlich, werde ich auch tun. Die wird komplett entlackt, sauber gemacht. Ich denke, ich gucke mal noch rein, gucke, ob alles sauber ist. Der Andi bei uns aus der Gruppe, der hat da wohl mächtig Ahnung von den Dingern. Tschüss, Kamera. Stativ hält leider nicht so gut, wie ich dachte. Ich muss das hier irgendwie verspannen. Ich gehe jetzt erstmal noch tanken, dann fahre ich nach St. Ingbert. Jo. Ich habe mir noch einen Laserschneider gekauft. Aus China, so für 350 Euro. Das ist auch noch so ein Projekt, an dem ich momentan am Arbeiten bin, weil ich ja relativ selten in die Werkstatt kann. Weil mein Opa und ich hier getrennt darin müssen. Wegen der Oma. Da bin ich jetzt dran, ein neues Bett zu bauen. Original ist da irgendwie so ein komplett unnötiges kleines Teil dran, wo man irgendwie nur so 10 auf 20 cm Arbeitsfläche hat. Obwohl der Laser halt 300 auf 200 mm schafft. Die Eckteile habe ich schon gedruckt mit dem 3D-Drucker. Das Ding soll höhenverstellbar sein mit Schraube. Besteht aus 15x15 Alu. Profilen und davon wird es dann wohl gleich mehr geben. So, da sind wir wieder. Mittlerweile hier im besten Outfit. So, der Plan. Ich nehme die Kamera einfach mal in die Hand, mache die Sache einfacher. Na, wo ist der Hebel? Hier. So. Der Plan ist es, zwei Rahmen zu bauen. Aus den Alu-Profilen hier. Wie gesagt, die Eckteile, die habe ich schon gedruckt mit dem 3D-Drucker, für die Dinger zu verbinden. Das sind die Teile hier schon passend mit Öffnung für M8er Mutter. Die passt hier auch Pressreihen, die passen da auch Pressreihen, also die muss man nicht verkleben, die halten von selber. Oh Gott. So. Ja, da wackelt auch nichts. Dementsprechend sollte das halten. Ja, der Rahmen, der soll 36 auf 24 werden. Da muss ich gleich mal noch die Vermessung und die Verrechnung machen. Ich muss ja noch hier die Teile mit einberechnen. Und dann schauen wir doch einfach mal, wo die Sache hingeht. So, um das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter zu zeigen, habe ich mir hier irgendwann mal so eine coole Kreidetafel gegönnt. Die wird wahrscheinlich auch öfter in den Videos zum Einsatz kommen. Das hier sind die Grundmaße vom Rahmen, angesehen von oben. Den Rahmen müssen wir zweimal bauen. Und so soll das nachher aussehen. Einmal den unteren Rahmen, einmal den oberen Rahmen und einmal hier zwischendrin die Gewindestäbe. Die Gewindestäbe drehe ich unten ab. Das sind die Eckteile, die Lager hier so rum reinkommen. Oben drüber auf die Gewindestange kommt dann hier so ein Zahnriemenantrieb. Das ist von einem 3D-Drucker. Da habe ich noch den passenden Zahnriemen dazu. Sinn der Sache soll nachher sein, oben in den Rahmen kommen nämlich die 8er Muttern und es läuft dann nachher auf den Gewindestäben. Das heißt, wenn man oben an einem Gewindestab dreht, fährt diese ganze Plattform horizontal hoch und runter. Hat den Vorteil, man kann den Laser dann besser fokussieren und man kann andere Werkstücke bearbeiten, vor allem auch die ganze Fläche ausnutzen. Und hier oben kommt dann so ein Drahtgeflecht rein. So, als erstes schneiden wir jetzt mal den Gewindestab zu. Und zwar schneiden wir vier gleich lange Stücke a 9 cm. Ich bin gerade noch am überlegen, ob ich es auf der Drehbank mache mit dem Trennstahl oder ob ich säge. So, jetzt wo wir unsere Gewindestäbe hier fertig haben, ist der weitere Plan, das Teil hier
passend zu machen. Das ist leider vom Druck her ein bisschen kleiner geworden. Muss ich aufbohren auf 10er Größe, dass die Lager hier reinpassen. Dann kommt jeweils von vorne und von hinten ein Flanschlager dran. Die Teile hier werden unten so abgedreht, dass sie auf 5 mm sind und in die Flanschlager reingehen. Und auf 5 mm sind, damit das Teil hier auch drauf passt. Das wird auch die Tiefe sein, die wir später brauchen. Also soweit muss ich abdrehen. So, ich habe dann gerade mal nachgemessen. Wir haben eine Gesamtlänge vom Gewindestab von 90 mm. Die Dicke von der Aufnahme für den Zahnriemen ist 16 mm und die Tiefe von den beiden Lagern wird 9,5 mm. Das heißt, wir brauchen 25,5 mm lang auf 5 mm abgedreht. So, ich besaß dann mal die Frechheit, so einen Teil schon mal zusammenzusetzen. Sieht doch eigentlich super aus, ne? Oben gelagert, unten gelagert. Passt alles perfekt ineinander. Hat doch kein Spiel. Weiter geht's. Sind schon ein paar mehr geworden. Das ist das Schönste, wie man es so schön zeigt, ne? Immer nur die guten Sachen. So, da waren es plötzlich 4. Alle 4 fertig, alle 4 gleich hoch, alle 4 drehen sich schön leicht und sitzen wie sie sollen. Als nächstes können wir zweimal den Rahmen hier bauen. Dafür muss ich dann hier erstmal die Vermessung starten, dass das passt, auch mit den Endstücken. Ist ja prinzipiell echt nur Aluhr zu sägen und nachher zusammenstecken. Also es geht schon in eine Richtung. Also hier nochmal übrigens, das sitzt echt press, also da wackelt gar nichts. Ich bin echt nur gespannt, wie stabil das Teil nachher ist. Und vor allem bin ich gespannt, ob es denn noch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Vor allem muss ich mir immer noch Gedanken machen. Kann Sinn, dass ich mir für den Zahnriemen hier erstmal noch eine Halterung drucken muss am 3D-Drucker, dass die zusammenbleibt. Weil ich sehe jetzt gerade keinen anderen Weg, für die zu verbinden. Eventuell könnte man den noch tackern oder so. Bleibt auszuprobieren. So, mittlerweile sind dann endlich beide Rahmen fertig. Ich war zwischenzeitlich noch reiten und habe keine Ahnung, wo ich im letzten Video aufgehört habe. Und habe schon immer komplett vergessen, was ich überhaupt alles gesagt habe, aber egal. So, wie gesagt, hier sind die ganzen Teile für darin. Ich muss echt nur mal an meiner Kamera arbeiten.
Ich habe hier schon zwei Löcher gebohrt. Da kommt nachher ein Flacheisen ran. Hier rüber. Mit einem Langloch drin. Und quasi, wo ist es? Hier. Noch so eine Rolle. Damit man einfach den Riemen spannen kann. Und an dem Flacheisen bin ich gerade dran. Jetzt habe ich schon angefangen hier zu bohren. Die Löcher bohre ich jetzt noch ein bisschen weiter auf und dann falte ich das Ganze aus und dann haben wir Flacheisen mit Langloch. Heiß. Interessant. Den Rest kann man feilen. So, einmal Langloch. Sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Noch den Grat abmachen. Und dann geht's weiter. Puh, so, ich bin echt fertig. Es ist mittlerweile 5 nach 12 nachts. Ich habe keine Lust mehr. Was habe ich noch getan? Ich habe hier das Langloch fertig gemacht, habe die Spannrolle soweit fertig gemacht, hier Platte drauf geschweißt, von unten mit einer Mutter angezogen. Das braucht kein Lager, das läuft auch so frei genug. Habe das hier mit selbstschneidenden Schrauben verschraubt und habe schon mal den Riemen abgemessen, der ist jetzt am Trocknen. Der ist hier verklebt mit so einem Stück Stoffband, das sich nicht mitdehnt. Das ist von so einer, hier von so einer Rolle, die man kennt von Toiletten und so, von den Handtrockendingern. Ist relativ robust. Der ist mit Patex Kraftkleber zusammengeklebt. Ich habe auch überlegt, ob ich hier UHN-Fest 300 hole, aber ich glaube für Gewebe und so ist das besser, zumal ich nicht weiß, ob das auf Gummi überhaupt hält. Steht natürlich nicht drauf, freundlicherweise. Jo, aufräumen tue ich halt nicht mehr. Ich mache morgen das Ding fertig und bastel es morgen zusammen. Muss ja dann auch das Ding ausnivellieren und ich glaube zum Höhenverstellen schneide ich da oben einfach einen Schlitz rein und dann kann man da mit dem Schlitzschraubendreher rangehen und drehen, für das Ding jetzt zu motorisieren. Ich weiß nicht, das könnte man nur hinten weg machen. In dem Laserschneider ist unter dem Absaug quasi noch Platz. Müsste ich mir mal angucken, ob man das denn machen könnte. Ich meine, Problem wäre es nicht. Könnte man hier einfach nochmal so ein T-Stück dran machen, dann so mit Winkelgetriebe, einen Motor und oben aufs Steuerbrett so ein paar Knöpfe. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass das Teil hier überhaupt funktioniert, wie es soll. Also ich hatte es schon mal zusammengesetzt. Hat tatsächlich gut funktioniert, war auch direkt nivelliert. Die hier sind auch alle so ziemlich gleich lang, aber das ist ja auch nur ästhetisch. Hat ja mit der Funktion nichts zu tun. Wobei es vielleicht leichter zum Nivellieren wäre, aber ich mache das sowieso mit Wasserwaage. Also. Jo. Ach ja, so. Morgen geht's erstmal die Delmar K2S holen. Und dann schicke ich euch da auch mal ein Video rein. Vielleicht mache ich da sogar so ein kleines Vlog draus mit einem Roadtrip oder so. Mal schauen. Ich wünsche euch alle mal eine gute Nacht und bis dann, euer Dominik.